Willkommen zurück bei Primal. In der vorherigen Folge haben wir uns ja hier Pflanzen gesucht, grüne Blätter, die wir jetzt der netten Sayla, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, bringen dürfen. Oh, komm her, du Bastard, ha? Willst du aufs Maul, dann kriegst du aufs Maul hier vom. Bitch, get out of the way, ha? Piss dich auf am Rad! Lauber, wo ist der Bastard? Okay. Bogen war keine so gute Idee. Ich hoffe, er hat jetzt eine Menge am Pfeile dabei, so wie sie vorher sein Köcher ist. Fleisch. Guckt euch an, wie viele Pfeile der hat. Wir können aber keinen mitnehmen. Einfach nur lächerlich. Einfach lächerlich. Ja, lächerlich. Der hat ein ganzes Ding voller Pfeile. Wir kriegen ein Stück Fleisch. Natürlich. So eine verdammte Scheiße. Okay, die Frau lebt noch. Sayla. Die Walnayi. Okay, anscheinend kauen die auf den Bettern herum. Tanji. Okay, anscheinend kauen die darauf und dann auf die Wunde drauf. Und es hilft anscheinend. Ich glaube schon, dass die Leute sich damals besser zu helfen wussten mit den Pflanzen, was es gab, als wir heutzutage mit unserer Medizin. Also deswegen denke ich, dass wir auch viel mehr von der Natur an Heilmitteln nehmen können, statt die ganze Pharmaindustrie, weil das für Scheiße produziert manchmal. Vielleicht werden manche Leute durch Far Cry Primal ein gewisser Experte darin. Vielen Dank, kein Problem. Wahrscheinlich müssen wir jetzt für die Mission machen. Wohl, Hers, Udam, Salwatija, Ualla, Winja Waida, Tuhai Padas Schwan. Okay, kein Problem, werden wir machen. Neue Dorfbewohnerin, Bevölkerung 2. Das heißt, das hier ist jetzt unser Dorf. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass wir unser eigenes Dorf hier züchten? Im Belohnungslager werden überschüssige Rohstoffe und Gegenstände verstaut. Achte darauf auf das Symbol auf der Karte. Okay. Nicht schlecht mit dem Feuer. Tiefe Wunden abgeschlossen. Okay. Die Höhle schauen wir uns dann an. Schon jetzt gehen wir erstmal auf unsere Missionslos. Neues Heilungsrezept verfügbar. Drücke, um es Nahrungsmenü zu öffnen. So. Gut, dann werden wir uns jetzt mal zu der nächsten Mission begeben. Wir haben es ja gerade auf der Karte markiert, das ist irgendwas mit einem Schamane. Ich bin mal ganz gespannt drauf. Und lass mich jetzt auch überraschen, was jetzt in dem Laufe des Spiels passieren wird.
Weil ich habe mir natürlich keine Informationen vor zu dem Spiel angeschaut, weil ich mir gedacht habe, man kann sich ja einfach mal von dem Spiel überraschen lassen. Wie es wird, das werden wir ja sehen. Vielleicht kann ich den einen oder anderen von euch sogar animieren, euch das Spiel zu kaufen, weil es euch gefällt, weil es euch vielleicht noch gerade überlegt. Aber ich würde mal mit Far Cry Primal, wenn ihr euch noch nicht unsicher, also wenn ihr euch unsicher seid mit Far Cry Primal, wartet vielleicht noch, weil es wird auf jeden Fall The Division jetzt auch noch kommen. Und davon wird es ein schönes Pack-Opening geben von meiner Version, was ich bekommen werde. Eine sehr, sehr schöne Version. Mit allem drum und dran. Das ist kein Mensch braucht. Aber was man einfach haben sollte. Wir werden auf jeden Fall The Division zu viert oder vielleicht sogar zu fünf zocken. Das heißt, ihr könnt da auf jeden Fall auf sehr vielen geilen Scheiß noch sicher sein, dass es kommt, weil wir in der Black Zone oder in der Dark Zone rumlaufen werden. Aber das soll jetzt ja nicht hier Teil des Videos werden, sollte einfach nur eine kleine Information werden. Wir werden hier gerade verfolgt. Hm? Heute natürlich alle Tiere. Vielleicht können wir uns da sogar nachher neue Kleidung herstellen, man weiß es ja nicht. Deswegen nehme ich immer einfach alles mit, was wir in die Finger bekommen. Ist natürlich immer sehr, sehr schön. So, wir sehen natürlich auch eine sehr, sehr schöne Landschaft, muss ich sagen. Also hier würde ich auch mal gerne Urlaub machen. Das ist bestimmt Erholung pur, keine elektrischen Geräte, nur auf dich selbst gestellt. Oh, rote Pflanze. Wurde auf jeden Fall sehr schöner Urlaub. Kann ich mir gut vorstellen. Zünde das Leuchtfeuer, um es für die Venya zu erobern. Ah, okay, jetzt heißt es, es gibt hier wieder... Ich verstehe, es gibt hier wieder so eine Art Stützpunkte, wo wir einnehmen müssen. Schätze ich jetzt einfach mal, dass es eine Art Stützpunkte sein sollen. Deswegen werden wir uns natürlich mal so neugierig, wir sind dorthin begeben. Hallo? Ist jemand da? Ne? Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben ein Leuchtfeuer. Schnellreise. Ja, okay. Das ist natürlich nice, dass wir jetzt Schnellreise hier hinmachen können. Das heißt, sobald wir immer solche Dinge sehen, werden wir es natürlich 3-5 Dorfbewohner mit Neuwerden werden. Hier wahrscheinlich unser eigenes Dorfzivilisation können. Der Schamane lebt hinten auf dem Berg. Ich habe jetzt keine Ahnung, so wie wir laufen, ob wir hier überhaupt richtig... Scheiße. Ob wir so wie wir laufen, richtig laufen, jetzt sind wir auf jeden Fall falsch. Aber egal. Scheiße. Ah, okay. Meine Schalke lagen im Handwerksmenü frei. Speer. Boot. Warte. Rothundfell. Wir haben doch. Was ist das denn? Speer. Schiefer und. Ah, seht ihr? So. Überleben. Ich würde sagen, wir skillen jetzt einmal ein bisschen auf Überleben, weil ich würde sagen, Überleben ist am Anfang immer sehr, sehr schwierig. Oh, shit. Willkommen zurück jetzt. Ich habe die Lösung gefunden. Und zwar, wir durften keine Taschen drücken. Jetzt hätten wir vielleicht wieder Taschen drücken sollen. Aber wir haben jetzt das Rätsel-Lösung gefunden. Ja, das ist schon hier ein bisschen nicht Lifestyle statt Kive-Style. So. Oh.
Okay, hiermit können wir fliegen mit der Taste. Es wäre nett, wenn sie uns einfach ein kleines Hinweisding gegeben hätten, dass sie mit dem Joystick steuern können. Weil, woher soll ich das riechen, dass man mit dem rechten Joystick, mit dem linken Joystick steuert, ja. Aber gut, jetzt wissen wir es ja. Jetzt kann ich euch noch ein bisschen zeigen, was uns hier so erwartet. Muss sagen, ein sehr nices Game, also. Okay. Bin ich jetzt angekommen hier im Paradies? Okay, anscheinend müssen wir jetzt hier entlang laufen. Also, nice, nice. Okay, da vorne ist unser Ziel. Die Eule ist unser Ziel. Was zeigt sie uns denn? Okay, wir dürfen wieder fliegen. Dann fliege ich und ich bin frei wie ein Vogel. Und ich fliege wie ein Tier. Bin so stark wie ein Dana und so groß. Und wenn ich Giraffe so hoch. Und ich spring. Ja, ihr wisst ja, was ich meine, wa? Sehen wir Mammuts und alles. Richtig nice, ja. Also. Und ein Wirbelsturm. Und jetzt sind wir tot. Und wir stürzen ab. Und ab. Und sind tot. Danke für das Zuschauen von Far Cry Primal. Das war's schon wieder von Far Cry Primal. Wir sehen uns beim nächsten Far Cry wieder. Nein, Spaß, natürlich geht's noch weiter. So, aber bevor wir jetzt hier diese nächste Aktion starten werden, das war's vom heutigen Far Cry Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben jetzt da. Oder wohin wollten ihr überhaupt? Und schließt ihr euch dann nach mir an vielleicht, wenn ich euch helfe? Fragen über Fragen. Ah, die wollen... Ah. Na guck, neue Dorfbewohner freigeschaltet. Nice. Was ist das hier von... Blau? So. Nice, nice. Schauen wir uns mal geschnitten, das doch ein bisschen in. Kleine Feuerstelle. Nice. Wieder neue Dorfbewohner. Das heißt, wir können unsere eigene Zivilisation gründen. Ah, hier gibt's wieder die Adlerangriffe. Kennt man ja schon aus anderen Far Cry Teilen. Aber ich würde sagen, hier ist jetzt gerade so ein schönes Bild. Okay. So. Das war's jetzt von der Far Cry Primal Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben.